Wir haben einen dreireihigen Boxenlaufstall gebaut mit 104 Plätzen. Das ist vorab noch ein kleiner Krankenstall, respektive Abkalbenbucht. Wir haben von ursprünglich einem Stall mit 30 Kühen haben wir ein Provisorium im Gusti-Laufstall gemacht mit steigender Kuhzahl bis 70 Tiere. Also 40 Tiere haben wir im Provisorium gehabt. Wir so müssen vorne zum Melken in den Stall rein. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv geworden. Und ja, auf längere Dauer sicher nicht aushaltbar. Ich würde mal sagen, es ist von der Einstellung her einfach, so, das Melken ist schon für uns echt eine schöne Arbeit. Dazu kommt auch, dass man eben den Kontakt mit den Tieren und zu den Tieren eben noch hat. Aber so haben wir jetzt einfach zur Melkzeit, wenn wir fertig sind, dann haben wir das Tier gesehen und dann ist dann auch für uns, für oben, dann wissen wir, dass alles gut ist. Das ist ein Side-by-Side-Melkstang. Swingauer, also wir haben 16 Plätze auf beiden Seiten. Wir haben 16 Melkzeuge, die man schwenkt. Und es ist ein Hubgerüst. Das Hubgerüst geht so viel hoch, dass die Kühe nachher seitwärts unten durch den Fopp kommen. Bei einer Linie melkt es ungefähr eine Stunde. Und wenn zwei melken, sind eine Viertelstunde weniger, sind drei Viertelstunden, wenn der Stall ziemlich voll ist. Weiter haben wir noch ein System eingebaut, das Brunst überwacht von den Tieren, ein sogenanntes Brunsterkennungssystem, das etwa 300 Meter im Radius erkennt, anhand von der Bewegungen der Kühe, was eine Kuh macht. Und das System ist gewählt, weil sie viele Rinder haben, die sie sehr wichtig finden, dass sie dort Brunst erkennen. Und die Tiere gehen nicht zu einer Futterstation, die Tiere gehen nicht zur Erkennung. Die wäre dann nie erfasst und darum sind das System auch dann per Funk gesendet. Also es war so angedacht, dass der ganze Abkalbenbereich im alten Teil drin ist und man sich eine gute Geschichte machen will, weil er auch sehr gute Tiere. Und der ganze Kaltkuhbereich ebenfalls für, das sind auch so nur laktierende Tiere. Also, dass man hier die 105 Tiere kann melden kann. Ich sage, man kann immer ändern, solange die Pläne noch provisorisch sind. Aber nachher nicht mehr, weil dann kostet es Geld. Und dann plötzlich tut man Sachen in Frage stellen und man sagt, ja, kommt es jetzt gut oder kommt es nicht gut? Und dann bin ich dann als Verantwortlicher irgendwo mal in der Pflicht zu sagen, hallo, das geht nicht, oder? Der Mut, um so einen Stall natürlich zu bauen, oder? Es braucht ein sehr gutes Fundament vom Bauer her. Er muss gut geerdet sein, er muss eine sehr gute Familie haben. Und das ist hier der Fall. Und es stehen alle dahinter und dann geht es. Weil man kann nicht voraussehen, was nachher ist. Aber in dem Zeitpunkt, wo man es macht, kann man sagen, das mache ich jetzt richtig und dann kommt es gut. Das ist das Allerwichtigste.